Mit Hilfe von Spionagesoftware die Handykommunikation von Terrorverdächtigen überwachen. Der sogenannte Bundestrojaner hat in Österreich schon etliche Anläufe hinter sich. Das letzte Staatstrojanergesetz wurde 2019 vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Der Eingriff in die Privatsphäre sei zu gravierend. Innenminister Karner hat jetzt einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Aber auch der neue Anlauf wird von Fachleuten sehr kritisch beäugt. Würde ein gesetzlich verankerter Bundestrojaner im Parlament überhaupt eine Mehrheit finden? Markus Blecher hat nachgefragt. E-Mails und Briefe abfangen oder Telefongespräche abhören ist für Ermittlungen gegen Terrorverdächtige heute nicht mehr zeitgemäß. Die Kommunikation hat sich ins Internet verschoben und da haben Ermittler momentan ein Problem. Wenn sogenannte Gefährder übers Handy kommunizieren und dabei Messenger-Dienste wie Signal oder WhatsApp verwenden, können Behörden momentan nicht mitlesen. Die Nachrichten sind von Ende zu Ende verschlüsselt und für Dritte nicht einsehbar. Um mitlesen oder mithören zu können, wird eine spezielle Software benötigt, die unbemerkt am zu überwachenden Handy installiert wird. Der sogenannte Bundestrojaner. Dafür werden Sicherheitslücken auf dem Handy ausgenutzt. Die Kommunikation wird für die Ermittler einsehbar. Es gab schon mehrere Anläufe für so ein Gesetz. Zuletzt hat es 2018 die türkisblaue Regierung probiert, doch der Verfassungsgerichtshof hat es letztlich unterbunden. Zu gravierend sei der Eingriff in die Privatsphäre. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst fordert aber weiterhin eine gesetzliche Kompetenzerweiterung, um Ermittlungen zu vereinfachen. Das Innenministerium hat nun einen neuen Entwurf für eine Spionagesoftware vorgelegt, der vor dem VfGH halten wird, ist die ÖVP überzeugt. Wir werden keine Regelung finden, die vor Missbrauch völlig gefeit ist. Es geht darum, dass wir eine rechtskonforme Regelung finden und eine, die unseren Staatsschutz und unseren Ermittlungsbehörden jene Möglichkeiten in die Hand gibt, ihrer Aufgabe nachkommen zu können. Und wenn international diese Überwachungsmöglichkeiten Standard sind, dann glaube ich, dass wir auch hier nachziehen müssen, um den Staatsschutz und den Schutz vor Terror bestmöglich zu gewährleisten. Bevor der Bundestrojaner auf einem Gerät installiert werden kann, müssen laut Gesetzesentwurf einige Hürden genommen werden. Zuerst müssen die drei Rechtsschutzbeauftragten des Innenministeriums zustimmen. Danach muss auch noch das Bundesverwaltungsgericht die Überwachung absegnen. Und das Ganze darf nur zeitlich begrenzt passieren. Erhärtet sich der Verdacht nach einer Woche nicht weiter, muss die Überwachung abgebrochen werden. Der Datenschutzverein Epicenter Works schaut der Politik seit Jahren auf die Finger. Auch der neue Gesetzesentwurf birgt weiterhin Gefahren, ist Thomas Lohninger überzeugt. Das ist der vierte Anlauf, einen Bundestrojaner in Österreich zu legalisieren. Eigentlich wurde überhaupt nichts gelernt aus den drei gescheiterten Versuchen, diese Überwachungsmaßnahmen in Österreich einzuführen. Und auch aus dem Verfassungsgerichtshofsurteil aus 2019 hat man leider nichts gelernt. Bei so einer Spionagesoftware nutzt man die gefährlichste Klasse von Sicherheitslücken aus, dass man nämlich aus der Ferne unbemerkt ein Gerät übernehmen kann. Und natürlich ist das kein Wissen, das dann nur dem Staat gehört, sondern diese Lücke ist dann bei allen Telefonen, allen Androids, allen iPhones offen und kann auch von Kriminellen ausgenutzt werden. Das ist eine Massengefährdung der Bevölkerung und auch wirklich nicht gut für unsere IT-Sicherheit. Ich glaube schon, dass wir bei dieser Gefahrentechnologie uns die Frage stellen müssen, wollen wir das eigentlich in Österreich haben? Bei der Atomkraft hat sich Österreich auch klar entgegen einem internationalen Trend dazu entschieden, eine Gefahrentechnologie zu ächten. Was sagt der grüne Koalitionspartner dazu? Es ist festzuhalten, dass die rote Linie der Grünen jene ist, die vom VfGH 2019 zu dieser Thematik gezogen wurde. Uns ist wichtig, dass es keine Massenüberwachung gibt und dass der Bundestrojaner gewisse Probleme mit sich bringt, ist jetzt nichts Neues und es wird es mit uns Grünen nicht geben. Für NEOS kommt jegliche Art von Bundestrojaner nicht in Frage. Das Problem ist, dass es technisch nicht funktioniert, dass ich nur ein Signal-Telefonat überwache. Insofern geht es nicht darum, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern es ist technisch nicht möglich. Und weil es technisch nicht möglich ist und ich dementsprechend immer auf das gesamte Handy zugreifen muss und das zu weit in die Privatsphäre von ganz, ganz vielen Menschen hineingeht, hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass das einfach verfassungswidrig ist und daran lässt sich nichts ändern. Auch die SPÖ stellt sich gegen eine staatliche Spionagesoftware. Wenn wir uns anschauen, wie sich Terrorismusereignisse in ganz Europa ereignet haben, ist es nie noch ein Fehlen an Informationen gewesen, sondern es war immer ein Verwerten von Informationen, das nicht funktioniert hat. Und daher muss man einmal schauen, welche Notwendigkeiten bestehen tatsächlich. Aber zuerst einmal ein verfassungskonformer Entwurf auf den Tisch und dann kann man uns das genau anschauen.
Die FPÖ hat dem letzten Gesetz 2018 unter Innenminister Kickl noch zugestimmt. Heute stellt man sich aber klar gegen einen Bundestrojaner. Wie Sie merken, kommt diese Überwachungs-, ich sag's wieder, Fantasie sehr stark von Seiten der ÖVP. Ich weiß es nicht, wie die Grünen sich verhalten, aber jedenfalls kommt der Druck sehr stark von der ÖVP. Auch diese Idee mit dem Klarnamenpflicht, der Klarnamenpflicht im Internet und so weiter, das kommt von der ÖVP und die besteht da sehr darauf. Wie das damals ganz genau gelaufen ist, kann ich Ihnen nicht mehr sagen, aber wir in der Partei waren jedenfalls nicht glücklich damit. Ich bin überzeugt, dass wir gescheiter geworden sind. Spielt hier vielleicht auch ein bisschen Wahlkampf und taktisches Hickhack mit dem Koalitionspartner mit? Energieministerin Gewessler ist zuletzt mit einem Gasdiversifizierungsgesetz vorgeprescht, von dem die ÖVP nur wenig hält. Auch dieser Entwurf wird keine Mehrheit finden. Ist der Bundestrojaner der ÖVP hier jetzt eine Art Retourkutsche? Alle, die ein Interesse haben, dass dieser Staat sich selber und die Menschen schützt, dem kann dieser Gesetzesentwurf nicht wehtun. Also das mit Wahlkampf zu verbinden, würde mich überraschen. Wir haben genügend Themen, die wir dem Wahlkampf zuordnen können. Nein, ich sehe da keine Retourkutsche, weil es ist etwas, was die ÖVP schon mit vergangenen Koalitionspartnern versucht hat oder teilweise schon umgesetzt hat, gemeinsam mit der FPÖ im Jahr 2018, wo das Ganze 2019 vom VfGH aufgegeben wurde. Also ich würde das nicht als Retourkutsche sehen, sondern als einen weiteren Versuch, etwas in diese Richtung umzusetzen, was es mit uns nicht geben wird. Gute Aussichten auf eine Mehrheit, geschweige denn Verfassungsmehrheit, scheint ein Bundestrojaner momentan nicht zu haben.